Hallöchen, Leute. Ich habe hier was auf dem Tisch. Das kann ich nicht im Ganzen zeigen. Ich kann euch nur was davon zeigen, was dazugehört. Dann werden einige wissen, was das ist. Und zwar diese Spule. Ich sag mal 50 Hertz Langwellensender. Ja, ihr wisst schon, was es ist. Das ist eine Induktionskochplatte. 2 kW. Die geht nicht mehr. Ich habe hier aber eine Sache. Jetzt bin ich auf Diode. Muss mal wieder auf Pieper gehen. Versuche ich mal mit einer Hand hier zu machen. Und zwar ist das hier wohl ein Gleichrichter. Kann ich noch mal zeigen. Plus, AC, Minus und so weiter. Aber wenn ich hier von dem einen, von dem Plus, muss die Kamera denn da so sein? Und hier auf den AC gehe, habe ich Durchgang. Nun weiß ich nicht, ist das jetzt der Gleichrichter oder ist das der hier? Weil die gleichgerichtete geht hier einmal mit rüber. Da war ein Kühlkörper drüber. Und hier beim, was das hier ist, hier steht BCG. Ich schätze mal, das ist ein MOSFET. Da ist was, der lag hier drauf. Das ist aber da schwarz. Kann man da sehen, das ist da irgendwie schwarz. Beim MOSFET habe ich noch nichts gesehen. Es fühlt sich auch nicht an, als wenn da was rausgekommen wäre. Muss ich mal gleich mal. Ich wisch das mal gleich sauber und dann gucke ich mal drunter. So, da bin ich wieder. Machen wir hier so. Da ist nichts zu sehen, als wenn da was rausgebrutzelt wäre, ob der jetzt kaputt ist oder nicht. Weil ich habe zwischen G und B oder was, habe ich nämlich auch einen Durchgang. Ich versuche das nochmal mit irgendwie hier so ein, zwei Händchen. Jetzt macht doch mal Auto. Jetzt hat er keinen Autofokus mehr. Da sind 10 Kilo zwischen, dürfte eigentlich nicht piepen. Nur ist die Frage, ist das jetzt der oder ist das der? Ich habe es noch nicht ausgelötet. Die müsste ich auslöten und nachgucken. Aber was ist denn das hier für ein IC oder für ein MOSFET? Ah, FG. Was machst du denn da? Geh mal dahin. Nee. FGA 25 N120. Ich google mir den mal raus. Ich muss mal gucken, was das ist. Wenn ich das Ding wieder zum Laufen kriege, dann hätte ich nämlich meine zweite. Weil ich habe die nämlich schon ersetzt gehabt. Und will mal gucken, ob ich die hier vielleicht nicht doch wieder zum Laufen kriege. Weil da oben ist der Ausgang, hier ist Spannung rein, aber jetzt frage ich mich, die Kabel habe ich nicht abgerissen. Hier wurden die Kabel rausgerissen und die Sicherung rausgeschnitten. Also das habe ich nicht gemacht, das weiß ich hundertprozentig. Nur weiß ich nicht, ob die Sicherung kaputt ist oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und dann ist hier nur noch das induktive Touch-Ding mit dran, Temperatursensor und so weiter und so weiter. Ja, Topferkennung, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber es ist doch schon echt verwirrend, dass hier zwischen dem einen AC und dem einen DC ein Durchgang ist. Beziehungsweise auf beiden. Von dem Minus zu dem einen AC und von dem Plus zu dem einen AC habe ich Durchgang. Aber zwischen dem einen AC zu einem ist eine Diodenstrecke und von dem anderen. Aber von dem zu dem, ich versuche es nochmal, machen wir so, oder so rum. Haben wir gesehen, von da nach da habe ich einen Kurzschluss. Von dem zu dem habe ich einen Kurzschluss. Aber von dem zu dem habe ich eine Diodenstrecke.
Und von dem zu dem eine Diodenstrecke. Hier zwischen habe ich wieder nichts. Es ist eigenartig. Ist der Beige kaputt? Der und der? Rückengleichrichter kann ich jetzt nicht mal sagen, was das für einer ist. Das muss ja einer mit mindestens 10 Ampere Leistung Minimum sein. Ja, ich gucke mir das mal genauer an. Vielleicht kriege ich die ja nochmal repariert. Wäre nicht verkehrt. Weil wegschmeißen wollte ich es nicht unbedingt. Gut, das sollte nur mal so ein Zwischendurch-Video sein, was ich jetzt hier gerade so ein bisschen versuche zu reparieren.